Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Wir haben jetzt noch eine Nebenquestreihe hier in den Slums von Sektor 5 und die erledigen wir natürlich jetzt auch noch. Und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Und wir haben jetzt einen riesigen Baseballschläger mit Nägeln als Waffe. Weil, why not? Allein dafür hat sich die Nebenquestreihe gelohnt. So, ein besorgter Mann beim Gemeindezentrum braucht unsere Hilfe. Hab ich gehört im Questbuch. Hallo. Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich den Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Aha. Dann machen wir das von mir aus. Und ich dachte, der Krieg wäre endlich Geschichte. Wutai kann einem wirklich Angst einflößen. Guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich hab schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Die finde ich cool. Ich weiß nicht genau, wer du bist, aber ich mag dich. Und? Hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist, Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück.
Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon, nicht wahr? Aber natürlich! Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Ich darf gar nicht antworten. Ich kann gar nicht Nein sagen. Na dann ab auf die Anhöhe. Schauen wir mal kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. What? Kann man da vielleicht irgendwie schnell reisen? Ein bisschen zumindest. Das wäre echt nett, weil das ist ja wirklich... Hey, come on. Am anderen Arsch der Welt, wollte ich schon sagen. Huh. Ja, das ist schon ein Stückchen, aber da laufen wir trotzdem hin. Da müssen wir, glaube ich... Sektor 5 Slum. Und wo sind die Sektor 7 Slum und wie viele Sektoren gibt's? Aha! Aber das weiß man trotzdem nicht so genau, weil nur da, wo ich schon war oder so. Naja, okay. Also, da müssen wir da ins Kinderversteck? Nee, nicht ins Kinderversteck. Den anderen Weg hinten raus und dann rechts halten. Okay. Machen wir. So dürfte es ungefähr stimmen, oder? Ich kaufe auch kleine Teile der Aris. Wir haben Aris. Und was habt ihr? Mein Gott, wie der einfach die Metallträger, die da liegen, wegkickt. Das ist halt, das lernt man halt bei Soldaten, ne? Da hat man Schienbeine aus Stahl. Nee, warte mal, ich glaube, jetzt sind wir falsch. Ja. Ist aber auch gut, ne? Dass sie sagt, in einer Nische auf einer Anhöhe. Und dann sagt ihr, oh, ich muss sofort los. Es gibt auf der ganzen Welt nur eine Nische auf einer Anhöhe. Und ich weiß genau, wovon die Rede ist. Schon seltsam. Bin ich auch gespannt, ob wir da jetzt noch irgendwie hinkommen. Das sind irgendwie seltsame Kisten, ne? Ungewöhnlich. Eine riesen Schatzkammer. Das mit der Quest zu tun hat. Ja, mit unserem neuen Baseballschläger haben die keine Chance. Halt, stopp. Ja, doch, stimmt schon. Der ist aber groß. Ein riesen Gifthorn, ein riesen Smogger, ein Gifthorn. Ein Smogger, der durch die wiederholte Ausführung des Autoreparaturprogramms und den Einbau diverser Maschinenteile vom Schrottplatz eine enorme Größe erreicht hat. Er wirbelt zum Angriff einer Eisenkugel herum, die er sich eingebaut hat. Na dann. Ich hätte vielleicht noch gucken sollen, was seine Schwächen sind, aber bestimmt Elektro. Er ist immer ein Roboter. Was denn sonst? Machen wir mal Blitz nach. Hä? Oh nein, er hat uns verstummt, gerade als... Ah, come on, wirklich? Moment, können wir jetzt auch Analyse machen ohne Materia? Was ist denn hier los? Hä? Yeah.
Hab alles im Blick. In der All-Around-Haltung mache ich jetzt einfach so Baseball-Schläger-Schwünge. Naja, wir können schon wieder zaubern. So, jetzt aber. Komm, das ist ja lächerlich hier. Super Blitz, nicht auf die Eisenkugel. Auf Gifthorn selbst. Ha, das ist gar nicht so effektiv. Na, vielleicht sollten wir doch die Eisenkugel angreifen. Mit Gewitter meine ich jetzt nicht so. Versuchen wir es mal. Blitzra auf die Eisenkugel. Blitz und Donner! Ah, ja, na also, das sieht schon gleich ganz anders aus. Aris, was kannst du? Eis? Weiß ich jetzt nicht, aber mach mal Eis auf die Eisenkugel. Eher nix, ne? Na, also. Kleine Schau gefällig. Limit, das trifft sich gut. Jetzt wird abgerechnet. Perfekt. Oh, hält aber nicht lange, ey. Der ist schon wieder fit. Dann blitzen wir seinen Arm gleich noch ein paar Mal. Ah, das war's schon. Sehr schön. Na dann, sehen wir uns erst einmal um. Besten Dank im Namen der Armen dieser Stadt. Der Racheengel der Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Aha. Der Reporter ist der Racheengel. Und er hat uns jetzt quasi insgeheim beauftragt. Oder die alte Frau ist der Racheengel. Oder beide. Vielleicht ist der Racheengel ein Konglomerat aus Wohltätern. Und ich wurde jetzt manipuliert, den zu töten. Aber dann hätte ich jetzt erwartet, dass die nicht mehr hier sind. Also schauen wir mal, wie sich das ausspielt. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So, so. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass dich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels! Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt! Das Warten hat sich gelohnt! Don Corneo ist ein großer Fisch! Das wird eine Sensation! Sieh da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Hier, das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Ich bleib dabei. Sie ist der Racheengel. Was ist? Wollen wir zurück? Was denn schon? Cloud, bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. Ab nach Hause, wo wir ja schon wissen, dass nichts Gutes auf uns wartet. Ich befürchte, dass ihre Mutter schon lange tot ist. Sorry, Aerith.
Aerith. Wie heißt du gleich nochmal? Aerith. Doch schon. Sorry, Aerith. Oh, da vorne ist er schon. Dann ist er vielleicht doch noch nicht beim Haus. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig. Aber für heute machen wir jetzt an der Stelle mal Schluss. Und morgen wird's spannend. Ich hoffe wirklich, dass nichts Schlimmes passiert ist. Bis jetzt. Mal schauen. Bis dann. Ciao.